Kodiaq, Karoq, Kamiq, die SUV von Škoda tragen bisher alle ein Q im Namen. Und das ist auch beim neuesten Familienmitglied so, dem Enyaq. Der ist ein voll elektrisches Auto. Das E im Namen soll dabei tatsächlich für Elektromobilität stehen und Enya heißt wohl auf Gälisch Quelle des Lebens. Das erzählt uns Škoda zumindest. Die SUV standen bisher auf dem MQB, dem modularen Querbaukasten von VW. Auch der neue hat einen Baukasten unter der Haube. Der heißt jetzt MEB, modularer Elektroantriebsbaukasten. Ein Prinzip dabei ist, die Akkus liegen tief unten zwischen den Achsen und der E-Motor liegt im Heck. Heckantrieb. Später im Jahr wird es eine Allradvariante geben. Dann kommt ein E-Motor an der Vorderachse dazu. Der Heckantrieb ist ja für Škoda schon wieder fast witzig, weil die Marke hat eine lange Heckantriebstradition. Erinnert sei nur an den 1000 MB oder den 130 RS. Der nächste Verwandte des Enyaq ist der VW ID.4. Aber klar, Škoda fährt auf eigenen Wegen. Das fängt schon beim Design an. Der Enyaq ist durchaus wuchtig, im Stil des Hauses aber zurückhaltend, Design klar und modern, ohne Schnickschnack. Bemerkenswert ist die aerodynamische Feinarbeit. Die Frontscheibe steht ziemlich flach. Der Unterboden ist komplett verkleidet. Am Heck gibt es allerlei Spoilerwerk und Ergebnis ist ein CW-Wert von 0,26. Das ist bemerkenswert für ein Auto dieser Größe. Apropos Größe, der Enyaq wirkt zwar wuchtig und stattlich, ist aber mit 4,65 Meter Länge auch nicht länger als ein Škoda Octavia. Dafür, dass er tatsächlich noch etwas kürzer ist als etwa der Octavia, bietet der Enyaq aber wirklich jede Menge Platz, fühlt sich vorn und hinten luftig und geräumig an. Bemerkenswert ist noch die wirklich gut aussehende Inneneinrichtung. Škoda hat da in meinen Augen eine neue Qualität erreicht. Vor dem Fahrer gibt es nur noch ein kleines Infodisplay. Zentrales Element ist der große Touchscreen. Serie sind 10 Zoll, der Testwagen hat 13 Zoll und der muss sich allerdings Kritik gefallen lassen. Das betrifft gar nicht Škoda, sondern den VW-Baukasten. Das ist das gleiche System wie etwa im Golf 8. Reagiert verzögert auf eine Berührung, die Menüs sind einfach nur verworren. Klima etwa muss man in irgendwelchen Untermenüs steuern und die Grafik etwa beim Navi stammt aus den frühen 70ern. Auch im Vorn gibt es angenehme Platzverhältnisse. Der Fahrersitz ist jetzt auf mich eingestellt, 1,93 Meter. Ich sitze direkt hinter mir, also immer noch sehr angenehm, viel Bewegungsfreiheit, trotz des eingebauten Panorama-Hubdachs und es gibt zum Beispiel keinen Mitteltunnel, das sorgt für viel Platz hier im Fußraum. Früher war nicht nur alles besser, früher war der Hubraum ein entscheidendes Kriterium beim Auto. Davon können wir uns jetzt gleich verabschieden. Bei den E-Autos geht es um ganz andere Größen, vor allen Dingen um die Batteriegröße. Den Enyaq wird es in drei Größen geben mit 55, 62 und 82 Kilowattstunden, jeweils gekoppelt an bestimmte Leistungsstufen. Die liegen zwischen 148 und 306 PS. Das hier, der Testwagen, ist ein Enyaq 80, bedeutet 82 Kilowattstunden Batteriegröße und 204 PS. Die 204 PS sind, finde ich, eine ganz realistische Größe. Damit ist man ganz gut unterwegs. Es gibt ja einige von diesen neuen E-Autos, die haben geradezu inflationäre Leistung mit weit über 400 PS. Schön zu haben, aber auch mit den 204 PS ist man ganz gut unterwegs. Typisch, wie bei all diesen neuen Elektroautos, ist eine ansatzlose, vollkommen ruckfreie Beschleunigung. Auffällig dabei ist natürlich, dass es immer sehr leise ist. Der Enyaq ist insgesamt sehr leise, auch die Fahrgeräusche sind sehr gut gedämmt. Ist ja typisch für diese neuen Elektroautos. Das wirkt natürlich immer ein bisschen künstlich, fühlt sich auch so an. Und was man hört, klingt dann, da hilft jetzt nichts, aber das klingt eben doch immer nach U-Bahn, aber insgesamt sehr leise. Typisch für die Elektroautos ist aber immer auch aktuell das hohe Gewicht. Der Enyaq 80 hier wiegt mindestens 2,1 Tonnen und die spürst du dann.
bei jeder Beschleunigung, bei jeder Bremsung, in jeder Kurve. Die sind immer mit an Bord und die wollen bewegt werden. Die 204 PS in unserem Testwagen hier, dem ENIAC 80, passen wirklich ganz gut. Der fährt sich damit flott und zügig. Für 0 auf 100 braucht er 8,6 Sekunden, läuft allerdings maximal nur 160 km/h. Das bedeutet, auf der Autobahn kann man ganz gut mitschwimmen, mehr aber auch nicht. Und auf der Autobahn steigt der Verbrauch dann tatsächlich eklatant. Die Reichweite gibt Skoda für diesen 82 Kilowatt Akku mit über 500 Kilometer an. Das muss man unter realistischen Bedingungen noch mal überprüfen. Wir haben heute so tagsüber ungefähr 18 Kilowattstunden verbraucht. Das ist für ein Auto dieser Größe und dieses Gewichts ganz ordentlich. Allerdings ehrlich, weniger als diese 204 PS sollten es auch wirklich nicht sein. Immer an das Gewicht denken, die 2 Tonnen wollen bewegt werden. Typisch für das Fahren mit Elektroautos ist auch die Rekuperation. Wir gewinnen dabei Energie beim Bremsen zurück. Beim ENIAC lässt sich das in 3 Stufen einstellen. Das geschieht mit den Pedals am Lenkrad. In der höchsten Stufe ist es ganz schön kräftig. Da muss man sich darauf einspielen, aber wenn man sich darauf einlässt, kann man dann tatsächlich nur mit dem Gaspedal das Auto steuern und fast bis zum Halten bringen. Der Test-ENIAC hat noch das DCC an Bord, die verstellbaren Dämpfer, stand auf 20 Zöllern. Grundsätzlich tendiert er damit zum Komfort. Klar, hängt auch schön tief in den Federn. Im Sport wird die ganze Geschichte dann etwas straffer. Der Skoda ENIAC ist für mich eines der sinnvollsten aktuell angebotenen E-Autos. Er hat eine noch angenehme Größe, sieht gut aus, ist geschmackvoll eingerichtet, fährt sich angenehm harmonisch und bietet eine große Bandbreite an Batteriegrößen und Leistungsvarianten. Wie weit man mit den Akkus dann wirklich kommt, werden wir natürlich noch genau prüfen. Richtig interessant wird es dann durch die Preise. Es geht los bei 33.800 Euro. Minus 9.750 und das klingt jetzt wirklich interessant. Was man aktuell allerdings bei den E-Autos immer sagen muss, und deshalb sage ich das auch hier, ist, dass natürlich ein noch so gutes E-Auto die Probleme bei der Ladeinfrastruktur, beim Tarifdschungel, bei den Anbietern Wirrwarr nicht lösen kann.